Hast du Knieschmerzen oder Arthrose im Knie? Wir zeigen dir den 3-Minuten-Trick für ein gesundes Knie. Du brauchst einen Türrahmen, ähnlich wie hier. Und da stellst du dich rein, gehst ziemlich dicht dran, gehst mit dem Fuß so weit dran, dass der richtig hochgedrückt wird, nimmst das Gewicht voll drauf, dass die Ferse nicht wegrutschen kann. Und im ersten Part gehst du mit der Hüfte so weit nach vorne, dass die Wade immer mehr unter Spannung kommt. Und dann beugst du dich mit Hohlkreuz ab, musst du total darauf achten, dass dein Gesäß nicht wieder zurückgeht, weil du dann unten aus der Dehnung rausgehst. Und jetzt lassen wir die Zeit laufen. Geht ja um den 3-Minuten-Trick. Ja? Und jetzt geht zunehmend runter in der ersten Phase. Bleib hier voll im Hohlkreuz, muss halt ein bisschen vorbei jetzt am Türrahmen, ein bisschen schräg stehen. Und was ausschlaggebend ist, ist der Zug in der Wade, in der Kniekehle, vielleicht sogar hinten das Bein hoch. Gehst erstmal zunehmend auf Dehnung. Noch ein bisschen. Ich hoffe, du bist schon gut eingerichtet und kannst es schon gut machen. Und jetzt spannst du deinen Fuß so fest gegen die Wand, wie es geht. Richtig fest anspannen. Lässt los und gehst ein bisschen weiter runter, weil nach dem Loslassen merkst du, du hast wieder mehr Weg. Und wieder spann an. Lass losgehen, ein Stückchen tiefer. Achte aber immer darauf, dass dein Gesäß nicht nach hinten geht, weil du sonst aus der Dehnung rausgehst. Das Gesäß muss so bleiben. Und wieder anspannen. Loslassen, ein bisschen tiefer gehen. Du merkst, immer nach dem Loslassen ist wieder ein Stück Weg da. Das macht das Anspannen. Spann wieder an. Lass los, geh ein bisschen tiefer. Und nochmal. Anspannen. Loslassen, tiefer gehen. Schön im Hohlkreuz bleiben. Nochmal ruhig atmen. Nochmal richtig weiter, so weit wie es geht. Unter 10 bleiben natürlich, rein. Und dann kommst du langsam wieder raus. Und das waren die ersten 1,5 Minuten. Und jetzt geht es weiter mit Teil 2 des 3-Minuten-Tricks. Ina, nimm mal den Fuß in die Schlaufe rein. Wenn du die Schlaufe nicht hast, einen Gürtel oder ein Handtuch hast, dann musst du das jetzt rumschlingen und dann so greifen mit einer Hand, dass du die Sachen nach hinten führen kannst. Dann legst du dich wieder auf den Bauch, wie das die Ina jetzt macht, und ziehst dein Bein langsam ran. Und je nachdem, wie weit es bei dir geht, vielleicht kommst du nicht weiter als so, vielleicht auch weiter. Wir tun jetzt mal so, als kämpfst du bis hier. Du siehst, du baust jetzt Spannung auf und jetzt beginnen die nächsten 1,5 Minuten. Jetzt ziehst du erstmal zunehmend auf die Dehnung. Ganz, ganz wichtig, du musst mit der Leiste gegen den Boden drücken. Presst die Leiste gegen den Boden. Das ist total wichtig, dass der Kontakt dort ist, weil wenn du die Leiste zu weit oben hast, dann ist die Dehnung zu gering. Also press richtig dagegen und dann merkst du, wenn du die Leiste richtig nach unten drückst, dann hast du viel mehr Spannung im Oberschenkel. Das zieht im Oberschenkel oder im Knie, bleib unter 10, aber baue eine deutliche Dehn-Schmerzspannung auf. Ja? Und jetzt versuchst du dein Bein zu strecken, hältst aber fest, dass es sich kein Millimeter bewegt. Lässt wieder los. Und jetzt merkst du, jetzt kannst du etwas weiter ranziehen. Ja, ruhig ein bisschen mehr noch. Und wieder anspannen, loslassen, weiterziehen. Jawohl. Anspannen, so fest wie möglich anspannen, loslassen, weiterziehen. Und wieder anspannen, loslassen, weiterziehen. Und du kannst auch, wenn die Arme zu weit gebeugt sind, am Handtuch, am Gürtel, an der Schlaufe dich weiter vorarbeiten und nochmal anspannen, loslassen und weiterziehen. Und wieder anspannen, loslassen, weiterziehen und ganz, ganz leicht nochmal auf die endgradige, also auf die Entspannung gehen, wo es nicht weitergeht. Und der zweite Teil des Tricks ist damit beendet und dann machst du wieder normal. Wenn dir es gefallen hat, freuen wir uns total über einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, dass du alle diese Übungsvideos immer siehst und mitbekommst. Und bis zum nächsten Mal.